Hi, ich bin Josie Maran und ich spiele Mia in Need for Speed Most Wanted. Rennen solltest du wirklich nur im Spiel fahren. Sei auf der Straße vorsichtig und verantwortungsbewusst. Und anschnallen ist Pflicht. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu dem neuen Let's Play Need for Speed Most Wanted. Alle Rechte vorbehalten bei Electronic Arts inklusive. 2005 kam das Spiel raus. Und hier ist es, Need for Speed Most Wanted, das neue Second Let's Play. Ja, wir starten hier erstmal rein und ich habe euch ja damals erzählt, dass ich Most Wanted auf dem PC ziemlich reich gespielt habe. Und ich habe sogar auf meiner externen Festplatte noch Dokumente von meinem alten PC gefunden. Und zwar waren das 4 Spielstände von Need for Speed Most Wanted damals. Und ich vermute mal, diese 3 hier bin ich fertig. Und das 4. hier habe ich wahrscheinlich angefangen, aber noch nicht fertig. Der erste, da war ich jetzt eben gerade drin, um die ganzen Audio-Einstellungen zu passen. Das heißt, hier passt alles. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sich das dann automatisch auf allen auswirkt. Bevor wir unser Let's Play starten, möchte ich ganz gerne euch ein bisschen zeigen, was ich damals schon so alles Verrücktes erspielt habe. Wir fangen einfach mal mit dem ersten an. Und so wie jetzt die Lautstärken sind, so werden wir vermutlich dann das auch im Let's Play haben. Ich habe mir das aufgeschrieben, wie es ungefähr ist. Ich habe es ein paar Mal ausprobiert, aber leider ist halt die beste Möglichkeit, um meine Stimme noch ordentlich zu hören. Na gut, dann schauen wir doch mal hier. Ich werde euch nur immer die Wagen zeigen oder so, was ich halt da so immer hab. Ja, nein. Können wir den hier. Ich zeige euch quasi immer die einzelnen Wagen, die ich so gemacht habe damals bei meiner Karriere. Einfach meistens irgendeinen Scheiß. An dem zum Beispiel kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Andererseits ist das auch schon mindestens 5 Jahre her. Was haben wir denn hier? Ja, das ist halt so, nein. Das sollte halt so ein bisschen zuerst so werden wie der eine von Fast and Furious. Ging dann leider doch nicht so ganz, zum Beispiel hinten schaut er ein bisschen protzig aus, gefällt mir aber auch ganz gut so. Dann habe ich halt nur überall lauter BBS-Kacke drauf gemacht, mittlerweile mache ich das gar nicht mehr. Aber ich finde, das sieht auch ganz schick aus. Dann als dritten haben wir natürlich den BMW M3 GT. Mit dem habe ich auch schon einiges an Kopfgeld verdient. Ja, sieht nicht schlecht aus, ich habe die weiße Farbe durch schwarz ersetzt, finde ich, sieht sehr nice aus. Bin ja auch schon Code 3 Moment bei denen, ja. Dann natürlich die Corvette C6, ein richtig geiles Teil. Wenn wir uns natürlich auch noch anschauen, ist natürlich auch die gewonnene bei einem Rennen. Da gefallen mir jetzt irgendwann mittlerweile die Farben nicht mehr so ganz. Was haben wir denn hier? Eine Mucciolato. Ja, das ist eigentlich ein Auto, das ich mir immer kaufe, wenn ich es durchgespielt habe. Auch auf der Xbox habe ich ihn mir gekauft. Mit voller Ausstattung natürlich. Genauso wie das letzte Auto müsste eigentlich auch. Ja genau, den kaufe ich mir nämlich auch eigentlich immer. Die beiden sind eigentlich immer bei meiner Hauptteil dabei, weil die beiden die schnellsten Autos sind. Kommt mir zumindest so vor. Ja, kann ich euch auch noch kurz zeigen. Bisschen protzig halt. Ja. So ist es halt, nicht? Die schönen Autos. Schauen wir noch kurz Blacklist 15. Unser berühmter Razor ist abserviert. Wie viel Kopfgeld habe ich denn hier? Habe ich Gesamtkopfgeld von 16 Millionen. Ja, muss mir auch erstmal jemand nachmachen, hat aber mit Sicherheit einen Haufen Leute schon gemacht. Laden. Ah ja, 2. Weiter. So. Oh.
this shit in Indian style, playing the fair blitz. Drilling your brain like grabbing video games. Fill it with whatever the styles is, it's getting into your veins. Yo, what kind of stuff is he drawing? Really your style. Jetzt muss man hier das ganze Leid ein bisschen leiser machen, weil sonst versteht ihr rein gar nichts. Ist leider ein bisschen schade, aber naja. Karriere fortsetzen, Wagenauswahl. Hier haben wir sogar 10 Autos, wir fangen einfach mal mit dem ersten an. Das ist hier der BMW M3 GT natürlich. Haben wir gerade eben gehabt, den Audi A3, an dem kann ich mich auch schon gar nicht mehr erinnern. Weil den kaufe ich mir eigentlich so gut wie nie. Ja. Wem er gefällt. Dann haben wir hier einen, den ich mir eigentlich auch nie kaufen würde. Mittlerweile zumindest. Vor allem so würde ich ihn auch nicht bemalen. Sieht ziemlich schwul aus, aber naja. Wir waren alle jung. Natürlich dann hier ein gewonnenes Auto wieder. Ich glaube vom Platz, lasst mich nicht lügen, 3 müsste das sein. Bei Platz 2 ist der Mercedes. Und Platz 1 bekommst du dann den BMW wieder. Dann haben wir hier die Viper. Nicht auswählen, du Vollidiot. Das ist auch ein gewonnenes Auto. Auch ein sehr geiler Schlitten, bloß extrem schwer zu handeln, finde ich. Also da habe ich mein Handling immer auf extremst Minus eigentlich eingestellt. Aber sonst richtig cooles Auto. Dann natürlich wieder den Gallardo. Ist auch ein gewonnenes Auto. Platz 6 oder so dürfte das sein. Ja, auch nicht schlecht. Der 911 Turbo S. Ja, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. In dieser Ausstattung gefällt er mir nämlich nicht mehr so ganz. Aber ich glaube, den bekommt man auch, glaube ich, Platz 10 oder so. Mit dem bin ich auch eigentlich relativ oft unterwegs. Dann wieder die Corvette in der Standard-Gewinnfarbe. Der Mucciolato, wie gesagt, den habe ich bei jedem Ding. Hier bin ich fast Code 5. Mit dem Vieh hier habe ich auch 3.393.000 Kopfgeld. Und dann hier der Platz 2, der Mercedes, ist nicht ganz so meiner, aber ich meine, wenn man ihn schon bekommt, gell, dann soll man nehmen, was man hat. Hier habe ich auch Kopfgeld, 16 Millionen, Geld 125.000. Ja, da könnt ihr ganz schön neidisch drauf sein, ihr Kackteile, Noobstar, Racer von wegen, hier du meine ich, gell. Gut, laden, wir nehmen das nächste, jetzt wird es dann gleich wieder lauter. Eigentlich muss ich ja nur das leise machen, aber ich mache jetzt hier gleich mal alles, falls wir dann irgendwann mal wieder rumswitchen wollen. Und vor allem, ich habe es da vorher, glaube ich, falsch gemacht. Hier gehört nämlich der 1er hin und hier gehört 4 hin. So. Karriere fortsetzen, Wagenauswahl, da fangen wir auch wieder mit dem ersten an. Da haben wir den ganz normalen, stinknormalen, hier habe ich nicht verkauft, das erste Auto, das ich eigentlich immer nehme, das werde ich auch beim Let's Play machen, könnt ihr euch jetzt schon mal drauf einstellen. Grundausstattung, so wie man ihn kaufen kann, einfach nur lame das Teil, ist eigentlich gar nicht wert herumzuzeigen. Dann natürlich der Platz 15, auch Gewinner, der Golf GTI mit Kenwood von dem behinderten Charakter, der gerade mal 20.000 Kopfgeld oder so verlangt. Das müsste auch ein Gewinnauto sein, genau. Fahre ich extrem ungern, aber naja, wenn man bekommt. Ich schaue eigentlich immer, dass ich alle Autos bekomme. Leider geht's, bis jetzt habe ich es noch nie geschafft, dass ich alle bekomme, aber naja, macht ja auch nichts. Auch ein sehr ganz okayes Auto, mit dem kann man schon mal zwei Leute von der Blacklist dann fahren. Auch ein sehr gutes Auto, hat auch ganz schön an Geschwindigkeit und so Potenzial, Kackteil. Mit dem fahre ich eigentlich auch ganz gern. Mit dem bin ich auch übelst gern. Mit dem RX, ich weiß nicht, ob es da auch schon der 8er war, in Undercover gefahren. Dann den hier, nicht der Nauner, den ich vorher gezeigt habe, sondern der hier. Das ist einer, den man bei Platz 10 bekommt, soweit ich weiß. Und mit dem bin ich, glaube ich, echt 5 Blacklist-Fahrer, also von Platz 10, 9, 8, 7, 6 oder so, und erst beim 5. dann wieder auf den Gallardo umgestiegen. Dann hier haben wir den CLK 500 Mercedes, den bekommt man auch. Da fährt man gegen eine lesbische Tussi, sage ich jetzt mal. Gut, lesbisch ist es vielleicht nicht wirklich, aber naja, weiß man nicht. Dann natürlich den Gallardo in der Standard, die Corvette in der Standard, bloß die Felgen habe ich da leicht verändert, deswegen ich sehe nämlich recht cool aus. Diese dunklen matt schwarz da, vor allem so von der Seite. Hat schon was. Ja, auf jeden Fall.
Jetzt weg, so. Ja. Auf alle Fälle. Und dann natürlich den Mucciolaro hier in komplett matt. Oder ne, glänzend. Glänzend schwarz dürfte es sein, ja. Auch mit schöner Ausstattung. So. Dann haben wir noch den letzten. Hier wird es dann gleich wieder lauter werden. So, dann haben wir das auch. Und hier scheint so, als wäre ich noch nicht besonders weit. Aber das habe ich auch gesagt. Wagenauswahl. Hier haben wir erst drei Autos. Einmal natürlich den Standard. Dann den IS300. Und den Golf GTI. Das heißt, ich bin hier erst höchstens Level 14. Ah, okay. Platz 13 bin ich schon. Ne, Platz 12 bin ich schon. Ja. Oder? Ah, so, ne. Hä, wieso steht da schon absolviert? Normalerweise dürfte das da nicht stehen. Vielleicht ist das von dieser Überschreibung hier da ein bisschen kompliziert geworden. Naja, habe ich sie halt auch schon absolviert, ohne ein Rennen zu fahren. Jetzt haben wir ja gar nicht geschaut, das muss ich jetzt fast noch machen, wie viel Kopfgeld ich beim AR3 habe. Hier haben wir Kopfgeld 4 Millionen. Das kann aber auch nicht ganz stimmen, oder? Achso, hier bin ich noch gar nicht durch. Na sowas. Ah, darum habe ich auch hier den BMW noch nicht, oder? Stimmt. Hier gibt mir noch einen Haufen ab. Das ist ja ein Schandfleck der Natur. Dann versteht man natürlich das mit den 4 Millionen. Alles klar, ich denke, das dürfte jetzt soweit gewesen sein. Wir können uns mal noch von meinem ersten, wenn wir hier noch ein bisschen quatschen, mal das Strafregister anschauen. Und dann würde ich auch sagen, verabschiede ich mich von diesem kurzen Einweihungsvideo. Das wird vermutlich Mittwoch gesendet sein worden, dürfen, kommen, sollen. Und dann starten wir am Freitag hoffentlich mit der ersten Folge. Need for Speed Most Wanted Let's Play durch. Und hier sehen wir, oh Gott, erwischt 22 Mal. Das darf ja gar nicht wahr sein, oder? Oh Gott, so schlecht war er noch nie. Aber ist ja auch mein erstes Ding. Dann passt's ja. Verstöße 228 gehandelt, 381 Ass zum Teufel. Gezahlt 64.000, ey, das kann aber nicht sein. So angenehm mit den Leuten war ja schon ewig nicht mehr. Da möchte ich jetzt fast nur wissen, was ich bei dem, ob ich da schon ein bisschen intelligenter war. Nein, wir wollen nicht laden, wir wollen das Strafregister sehen. Ja, komm, lass die Scheiße. Erwischt erst einmal, so sieht's aus, ja. Gehandelt 41, ungehandelt 396, gezahlt 10.000, unfällig 41.000, entkommen 107, erwischt einmal, schädigt, zerstört, ja, so sieht es auch schon besser aus, wobei ich bei der Xbox über 1.000 schon habe und alles. Fahrzeugbankdaten, wo ist denn das? Sachschaden? Ja, genau. Helikopter eingesetzt, 32, ja, das geht eigentlich noch. Nagelbänder sind noch gar nicht da. Ah doch, ausgelegte Nagelbänder. 374. Finde ich, geht doch noch. Sachbeschädigung 7885. Also ich finde, damit kann man doch leben, oder? Na gut, dann verabschiede ich mich jetzt für dieses kleine Video hier zu Beginn. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, hoffe ich, wieder. Wo ist denn der MW3? Nicht MW3. Oh Gott. Der M3 nur. Ja, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, euer Hodenkrebscreme. Tschaußen.